Achtelfinale im AOK-Landespokal. Sparta Lichtenberg empfängt den BFC Dynamo im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark. Ja, richtig gehört. Aus Sicherheitsbedenken darf Sparta nicht an der heimischen Fischerstraße spielen, denn die ist nur für 1000 Zuschauer ausgelegt. Der Unterklassiker also doch auswärts. Das Derby nun im Stadion des BFC. Die Elf von Dragan Kostic kann trotzdem frohen Mutes sein. Sie marschieren in der Berlin-Liga an der Spitze. Letztes Wochenende krönte sich Sparta zum Herbstmeister. Der BFC dagegen in einer Talfahrt in der Regionalliga in den letzten 4 Spielen mit 4 Niederlagen und einem Torverhältnis von 0:13 gab sogar einen Brief der Fans in Richtung Mannschaft, in dem der Unmut über die Situation mal richtig deutlich wurde. Man munkelte im Vorfeld über das vermutlich letzte Spiel für René Riedlewitz als BFC-Coach. Wie gut, dass genau jetzt ein Pokalspiel ansteht, denn Pokal kann der BFC zweimal in Folge, holten sie sich zuletzt den Pott. Besser ins Spiel kommt aber Sparta in Rot. Marvin Kupfer aus der Luft hinterm Standbein Händel zum ersten Mal zur Stelle. Wie gesagt, 0:13 Tore in den letzten 4 Ligaspielen. Dem BFC ist in der Anfangsphase der Respekt vor den Berlin-Ligisten anzumerken. Es dauert 10 Minuten, dann mal Özkan, der schwer in die Saison kam, mittlerweile laut Riedlewitz so langsam bei 100% steht. 20. Minute, der BFC mit Brand durchgesteckt auf Brasnic. Marc Brasnic, 8 Tore schon in der Liga. Toktumur mit dem Bein dazwischen. Das letzte und einzige Aufeinandertreffen der beiden Teams gab es 2014 im Pokal. 2-0 hieß es damals für Dynamo. Kostic und Sparta wollten sich heute nicht hinten reinstellen, sondern wie in der Liga vorne pressen. Und die beste Offensive der Berlin-Liga hat was zu bieten, zum Beispiel Sanit Zajdic. 16 Treffer und Freistoßexperte. In Runde 3 gegen Gato hat er aus ähnlicher Entfernung getroffen. Wieder Sparta, Zajdic auf Kupfer. Die beiden zogen vorn zusammen ihre Kreise. Malembana in letzter Sekunde zur Ecke und Händel mit einer kleinen Wrestling-Einlage obendrauf. Auch der BFC hat einen Fachmann für ruhende Bälle, Ronny Gabuszewski. Entfernung ein bisschen weit, deshalb nicht direkt. Malembana weiter ins Getümmel und Brasnic behält den Überblick. 1:0 für den BFC. Marc Brasnic, erst 22 Jahre alt, aber einer der wenigen, der die Erwartungen bei Dynamo erfüllt in dieser Saison. Schon sein 7. Treffer im Pokal. Sparta schüttelt sich kurz. Sie wollten natürlich das Spiel offener gestalten. 25. Minute Kupfer mit seiner Dynamik. 11 Tore schon in der Berlin-Liga. Auch im Pokal war er schon zweimal erfolgreich. Freistoß auf der anderen Seite. Jetzt mal die Möglichkeit, es direkt zu versuchen für Gabuszewski. Kossan überragend und dann muss es 0:2 stehen. Aber Özkan zeigt, warum er in den letzten 3 Jahren nur ein Pflichtspieltor erzielt hat aus 3 Metern neben den Kasten. Gabuszewski zieht das Ding Richtung Winkel. Kossan mit der Flugeinlage. Sparta mit der zweitbesten Defensive in der Berlin-Liga. Warum? Seinetwegen Kurt Kossan. 36. Minute. Gabuszewski mit schönen Grüßen in Richtung Elfmeterpunkt. Brasnic uneigennützig und Brandt mit dem Traumtor. Die Kapitänsbinde verleiht Flügel mit Verletzung in die Saison gestartet. Seit Spieltag 6 jedes Spiel über 90 Minuten. Hier schweißt er die Kugel in den Knick. Die Pläne von Sparta über den Haufen geworfen. Auch Top-Torjäger Zajdic nur mit wenig lichten Momenten kämpfte oft mit der Standfestigkeit im Jahn-Sportpark. 0:2 zur Pause. Kostic braucht Ideen für die Sensation. Für René Riedlewitz sieht es so aus, als wäre es nicht der letzte Halbzeitgang in die Kabine. Seine Jungs zeigen die erhoffte Reaktion. Das Spielgeschehen in Durchgang 2 ist einfach erklärt. Sparta muss was riskieren. Der BFC darf tief stehen und kontern. Und genau das machen sie. Hadzihaftic stürzt gegen Özkan. 3 gegen 2. Özkan hat das Auge für Brasnic. Halber Meter fehlt ihm und auch Gabuszewski, der am langen Pfosten lauerte. Sparta sehr luftig in der Defensive und mit einfachen Ballverlusten. Die Einladung für den BFC, für Brasnic. Raphael Klein mit einer Weltgrätsche und Brasnic mit ein paar kroatischen Grüßen an die eigene Chancenverwertung. Der Berlin-Ligist in Hälfte 2 ohne einen Schuss auf den Kasten des BFC. Von der Offensivpower aus Lichtenberg nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Stattdessen Dynamo mit Brasnic und Gabuszewski.
trocken mit dem Volley zum 0:3. Da ging ein Raunen durch die Ränge, weil alle dachten, geh doch noch einen Meter und zieh nicht direkt ab. Gabuszewski gibt die Antwort. Der ehemalige Bundesliga-Profi mit seinem zweiten Tor im BFC-Dress. Der Regionalligist kontert überfallartig. Gabuszewski und Brasnic warten an der Mittellinie. Kossan sieht eine weiße Welle nach der anderen auf sich zukommen. Brasnic, macht er ihn selbst? Nö, er legt nochmal quer, denn da wartet ja wieder dieser Gabuszewski. 0:4. In Chemnitz, Zwickau, Rostock und Cottbus spielte er dritte Liga. Nun im Herbst seiner Karriere nochmal in Berlin. Es ist kein Abseits, hat Sjaftić und Klein näher zur Torlinie. Gabuszewski nagelt das Leder unter die Latte. Der BFC hätte sich den kompletten Frust von der Seele ballern können. Vor allem einer, Marc Brasnic. Ein Tor gemacht, aber ansonsten wenig Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Einmal darf Sparta noch jubeln, allerdings nur kurz der Eingewechselte. Ein Jog mit sehenswertem Abschluss, aber einen knappen Meter im Abseits. Der Schlusspunkt gehört Dynamo. Vier Mann auf dem Weg zum Tor. Lambach muss entscheiden, aber es soll beim 0:4 bleiben. Der BFC hält dem mentalen Druck stand im Pokal. Sind sie einfach der alte BFC Dynamo? Der Druck war halt einfach auch zu Recht da. Den haben wir uns selber zuzuschreiben. Den haben wir uns selber zuzuschreiben, weil wir im letzten Spiel einfach nicht das abgerufen haben, was wir können und was wir uns auch vorgenommen haben. Deswegen war es einfach wichtig, heute eine Reaktion zu zeigen. Noch 3 Siege und dann haben wir den Pott wieder. Und zum dritten Mal hat, glaube ich, auch noch keiner geschafft. Und wir wollen im Sommer alle ein geiles Spiel haben, nochmal ein volles Stadion haben. Und dafür werden wir alles tun. Sparta bekommt die PS nicht auf die Strecke. Eine Analyse kann man sich aber sparen. Kostic hat nach Abpfiff einen plausiblen Grund. Ich glaube, es liegt ganz klar an der Weihnachtsfeier. Ja, die kam zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Die war am Freitag gewesen. Da hat es jeder nochmal krachen lassen. Ich gönne es auch den Jungs. Das ist auch kein Vorwurf von meiner Seite, sondern sie haben sich diese Weihnachtsfeier verdient. Und da haben sie von jedem nochmal einen Klaps auf den Rücken bekommen. Und dann kommt halt so ein Spiel bei Dynamo in dem Stadion. War für den einen oder anderen, glaube ich, ein bisschen zu viel. Und was vor dem Spiel im Raum stand, womit nach dem Sieg aber niemand mehr rechnete, bestätigte sich nach Abpfiff. René Riedlewitz erklärt in der Kabine seinen Rücktritt. Das Schlimmste, denke ich, was dem Verein oder der Mannschaft passieren kann, ist, dass man eine Vorbereitung macht, dass man dann vielleicht 2-3 Spiele macht. Wir spielen gegen Chemnitz, BRK, dass man da nichts holt und dann kommt es vielleicht zu einer Trainerentlassung. Und so ist jetzt die Chance da, wo man sagt, okay, man wechselt lieber jetzt. Da kommt ein neuer Trainer, der hat die Chance, quasi eine komplette Vorbereitung zu machen, also die Mannschaft in den gewünschten Fitnesszustand zu bringen. Und er hat noch die ein oder andere Möglichkeit zu reagieren. Der BFC im Viertelfinale, aber ohne Trainer, nur halbbesinnliche Weihnachten für Weinrot-Weiß. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.